Hallo, wie schön, dass du heute wieder mit dabei bist. In dem heutigen Video möchte ich gerne mit dir über die Berechnung der Extrema, also über die Berechnung der Hoch- und der Tiefpunkte sprechen. Und du siehst schon an dem Titel dieses Videos, und plötzlich ist da ein Sattelpunkt. Denn ich werde ganz, ganz häufig gefragt, sag mal Jenny, woran erkenne ich denn innerhalb einer Rechnung, dass da plötzlich ein Sattelpunkt ist? Oder was mache ich, wenn zum Beispiel die zweite Ableitung weder kleiner als 0 noch größer als 0, sondern eben gleich 0 ist? Und ja, darum soll es hier, wie gesagt, heute gehen. Wir stellen uns mal ganz kurz die Situation vor. Wir haben die Aufgabe, berechnen die Hoch- und die Tiefpunkte von dieser Funktion hier, die gegeben ist. Dann habe ich dir hier an der Seite die Schritte hingeschrieben, die du so übrigens auf jede andere Funktion übertragen kannst, wenn denn genauso deine Aufgabenstellung eben lauten sollte. Und im ersten Schritt müssen wir die Funktion ableiten. Denn wir brauchen die erste Ableitung und wir brauchen die zweite Ableitung. Da weißt du ja, da greifen jetzt diese ganzen elementaren Ableitungsregeln. Dazu habe ich ja schon etliche Videos gemacht. Die packe ich dir auf jeden Fall mal in der Playlist oder beziehungsweise hier oben, wenn du auf dieses i klickst. Aber im Endeffekt wird ja alles, was durch ein Plus und durch ein Minus getrennt ist, einzeln abgeleitet. Das heißt, wir konzentrieren uns jetzt hier nur auf x hoch 4. Und dann rechnest du ja immer aktuelle Hochzahl, also aktueller Exponent, mal Variable und ziehst im Exponenten 1 ab. 4 minus 1 ist 3. So. Fürs zweite Paket, wenn dann eine Zahl davor nochmal steht, wie jetzt hier diese minus 4, rechnest du Exponent mal Vorzahl, also 3 mal minus 4, das ist minus 12, x, und ziehst ebenfalls wieder oben 1 ab. 3 minus 1 ist 2. Das ist auch schon die erste Ableitung. Wir brauchen auch die zweite Ableitung, das heißt, wir müssen die erste Ableitung einfach nochmal ableiten. Wieder aktuelle Hochzahl mit der Zahl davor mal nehmen, 3 mal 4, ist natürlich 12, x, oben wird 1 abgezogen, 3 minus 1 ist 2. Nächstes Paket, 2 mal minus 12 ist minus 24. X oben 1 abziehen, 2 minus 1 ist 1. Naja, okay, hoch 1 schreibt man nicht. Also ist die Ableitung von minus 12x Quadrat minus 24x. Erster Schritt ist abgearbeitet. Wir kommen zum zweiten Schritt. Hier haben wir die sogenannte notwendige Bedingung. Das heißt, wir notieren einmal notwendige Bett. Man kann es, glaube ich, abkürzen. Da wird kein Lehrer, der irgendwie einen Punkt abziehen. Hier schnappst du dir die erste Ableitung, also in dem Fall 4x hoch 3. Minus 12x Quadrat und setzt diese gleich 0. Und diese neue Gleichung, die musst du jetzt natürlich lösen. Falls du hier übrigens Schwierigkeiten hast, herauszufinden, welche Lösungsstrategie ja wirklich anwendbar ist, schau gerne auch nochmal hier oben auf dieses i. Da verlinke ich dir dieses Schema, welches ich ja schon mit euch geteilt habe, welches euch ja bei der richtigen Anwendung immer zum richtigen Lösungsverfahren führt. Zum Beispiel, du musst dich ja natürlich hier entscheiden, ist es das Umformen nach x, ist die Ausklammermethode, PQ-Formel, Substitutionsmethode, manche haben auch die Polynomdivision und so weiter und so fort. Aber wenn du das Schema richtig anwendest, beziehungsweise wenn du es schon weißt, dann funktioniert jetzt hier ganz wunderbar die Ausklammermethode. Denn wir haben hier am Ende keine reine Zahl. Du siehst jetzt hier kein Absolutglied. Dementsprechend können wir ausklammern. Und bei der Ausklammermethode ist es ja immer so, dass die kleinste Potenz vor eine Klammer gesetzt wird. Naja, x Quadrat ist kleiner als x hoch 3, also setzen wir das x Quadrat vor eine Klammer. Die Klammer wird zugehen und das Ergebnis wird immer noch gleich 0 sein. Und du musst dir vorstellen, dass das Ausklammern nichts anderes ist, als dass wir die Funktion nur ein bisschen umschreiben. Das heißt, die Fragen, die du stellen solltest, ist jetzt, womit muss ich ein x Quadrat mal nehmen, damit der Ausdruck darüber wieder entsteht? Und das Ganze am besten schrittweise. Erste Frage: Womit muss ich ein x Quadrat mal nehmen, damit 4x hoch 3 entsteht? Genau, mit 4x. Ich mache dir mal ganz kurz einen Tipp hier an der Seite, nur für das erste Beispiel, falls dir das schwerfällt. Schnappe dir mal das, was erstellt werden soll, und schreib das aus. Also 4x hoch 3. 4x hoch 3 steht ja für 4 mal x mal x mal x. Und dann darunter schreibst du das, was du ausklammerst, also x Quadrat. Und das schreibst du auch aus. X mal x. Und jetzt, das, was der Unterschied zwischen diesen beiden ist, das ist das, was dann in diese Klammer reingehört. Wie du siehst, der Unterschied ist im Endeffekt hier diese 4 und hier dieses x, also 4x. So kannst du das immer stückweise angehen, falls dir das Ausklammern schwierig fällt. Die nächste Frage ist dann, womit muss ich ein x Quadrat mal nehmen, um auf minus 12x Quadrat zu kommen? Genau, mit einer minus 12. Und nach dem Ausklammern, da ist man ja noch lange nicht fertig, denn du siehst, wir haben irgendwie noch keine Lösung. Da kommt ja immer der sogenannte Satz vom Nullprodukt. Klingt irgendwie total kompliziert, ist es aber gar nicht. Du schnappst dir im Endeffekt einfach nur den Ausdruck, der vor der Klammer ist, und setzt diesen gleich 0. So. Und einmal den Ausdruck, der in der Klammer ist. Setzt diesen ebenfalls gleich 0. Und dann entstehen in der Regel zwei neue Gleichungen, die du einzeln lösen kannst.
Naja, wir wollen ja die x-Werte wissen. Das dementsprechend hier bei dieser ersten Gleichung muss das Quadrat weg und die Gegenrechnung zum Quadrat ist natürlich die Wurzel. Also ziehen wir jetzt hier die Wurzel und haben dann hier auch schon die erste Lösung, denn die Wurzel aus 0 ist 0. Zack. Zweite Gleichung. Hier siehst du ja, im Endeffekt kannst du hier schon fast wieder das Schema nochmal drauf anwenden. Aber du siehst, wir haben nur eine Potenz von x, denn wir haben nun x. Das heißt, wir können jetzt hier einfach nach diesem x umformen durch Gegenrechnung. Ich würde sagen, als erstes kümmern wir uns hier um diese minus 12, indem wir diese Gleichung mit plus 12 verrechnen. Sind dann bei 4x ist gleich 12. Jetzt musst du natürlich dieses 4 mal davor auch noch weg. Also teilen wir das Ganze einmal durch 4. Also sind wir bei 12 geteilt durch 4 ist 3. Und das ist die zweite Lösung. Also haben wir jetzt hier zwei x-Werte von möglichen Extremern. Denn es ist so, mit Hilfe der notwendigen Bedingungen berechnest du immer die x-Werte von möglichen Extremern. So, und jetzt wissen wir halt noch nicht, ist bei x gleich 0 tatsächlich ein Extremum? Ist da ein Hochpunkt? Ist da ein Tiefpunkt? Oder ist da womöglich sogar ein Sattelpunkt? Das schauen wir uns jetzt nämlich in der hinreichenden Bedingung an. Im dritten Schritt, also ich schreibe hier nochmal ganz kurz die Lösung hin. Wir hatten ja hier x1 gleich 0 und x2 gleich 3. Im dritten Schritt brauchen wir nämlich noch weitere Informationen über diese beiden Zahlen. Der dritte Schritt ist die sogenannte hinreichende Bedingung. Die kannst du auch sicherlich abkürzen. Da schreibst du hin am besten f' von x gleich 0 und f' von x ist ungleich 0. Was machen wir jetzt? Wir schnappen uns jetzt nacheinander diese x-Werte, zum Beispiel erstmal die 0, und setzen diese in die zweite Ableitung ein für jedes x. Also einmal hierfür, hierfür und hierfür. Dadurch wird eine Rechnung entstehen. Und das Ergebnis dieser Rechnung, also diese müssen wir dann natürlich ausrechnen, das Ergebnis dieser Rechnung verrät uns dann, okay, was liegt vor? Liegt ein Hochpunkt vor? Liegt ein Tiefpunkt vor? Oder sogar was anderes? Denn es gilt Folgendes. Wenn das Ergebnis größer als 0 ist, dann ist es ein Tiefpunkt. Wenn das Ergebnis kleiner als 0 ist, dann ist es ein Hochpunkt. Und wenn es gleich 0 ist, das schauen wir uns natürlich dann auch gleich an. Also, wir setzen jetzt mal die 0 ein. Wir bilden also f' von 0. Dann sind wir hier bei 12 mal 0 zum Quadrat minus 24 mal 0. Denk dran, Potenz geht vor. 0 zum Quadrat steht für 0 mal 0, das ist 0. 12 mal 0 ist 0. Ja, minus 24 mal 0 ist, wenn man möchte, minus 0. So. Und 0 minus 0 ist immer noch gleich 0. So. Jetzt haben wir ein kleines Problem, denn ich sagte ja gerade, wenn das Ergebnis größer als 0 ist, haben wir einen Tiefpunkt. Wenn das Ergebnis kleiner als 0 ist, haben wir einen Hochpunkt. Jetzt haben wir hier aber gleich 0 raus. Und das ist jetzt dieser Punkt, wo du es einen Schritt weitergehen solltest und überprüfen solltest, ob es vielleicht unter Umständen ein Sattelpunkt ist. Ich habe dir hier einmal ganz kurz die Bedingungen für den Sattelpunkt hingeschrieben. Erste Ableitung gleich 0, zweite Ableitung gleich 0 und dritte Ableitung ungleich 0. Wir hatten ja am Anfang die erste Ableitung gleich 0 gesetzt und x gleich 0 herausbekommen. Also gilt das erste schon mal. Das können wir schon mal festhalten. Dann hatten wir uns das x gleich 0 geschnappt und in die zweite Ableitung eingesetzt. Das Ergebnis war, wie du es ja hier siehst, ebenfalls gleich 0. Also ist auch die zweite Ableitung bzw. die zweite Bedingung erfüllt. Was wir jetzt also gucken müssen, ist, wenn wir unsere x-Koordinate in die dritte Ableitung einsetzen, kommt etwas anderes als 0 raus. Wenn das der Fall ist, dann haben wir tatsächlich einen Sattelpunkt. Das heißt, wir werden jetzt hiervon einmal nochmal die dritte Ableitung bilden. So. 12x² abgeleitet. Aktuelle Hochzahl mit der Zahl davor mal nehmen. Die Rechnung ist also 2 mal 12. Das ist 24. Dann das x oben eins abziehen. 2 minus 1 ist 1. Hoch 1 schreibt man nicht. Also ist die Ableitung von 12x² 24x. Ja, Zahl mal x ist abgeleitet nur noch die Zahl. Also dementsprechend ist die Ableitung von minus 24x minus 24. Einmal erledigt. Und jetzt wollen wir wissen, ist bei x gleich 0, also bei dieser x-Koordinate, ein Sattelpunkt? Also setzen wir diese jetzt nochmal in die dritte Ableitung ein. Also einmal hierfür und einmal hierfür und rechnen das Ganze aus. Wenn das Ergebnis ungleich 0 ist, dann ist bei x gleich 0 tatsächlich ein Sattelpunkt. Also f' von 0, dann sind wir hier bei 24 mal 0 minus 24. 24 mal 0 ist 0. Ja, minus 24 fällt nicht weg. 0 minus 24 ist minus 24. Und das ist tatsächlich ungleich 0. Also sind jetzt alle drei Bedingungen für den Sattelpunkt erfüllt. Erste Ableitung gleich 0, zweite Ableitung gleich 0, dritte Ableitung ungleich 0. Wir können also schon mal festhalten, wir wissen, dass wir einen Sattelpunkt mit der x-Koordinate 0 haben werden. So, y fehlt uns noch.
Gehen wir weiter. Wir wollen jetzt noch ein bisschen was mehr über die zweite x-Koordinate wissen, nämlich über diese 3 hier. Noch hier gilt wieder, wir schnappen uns diese 3 und setzen diese in die zweite Ableitung ein und rechnen das Ganze erst einmal aus und können dann das Ergebnis deuten. Also bilden wir jetzt hier f' von 3. Da sind wir bei 12 mal 3 zum Quadrat minus 24 mal 3. 3 zum Quadrat ist 9, 12 mal 9 ist 108. 24 mal 3, da würde ich aufteilen, minus 20 mal 3 ist minus 60. Dann nochmal 4 mal 3 ist 12. Also minus 60, minus 12, das sind wir bei minus 72. So, jetzt noch einmal diese Subtraktion ausrechnen. 108 minus 72, da sind wir hier bei 36. Und 36 ist definitiv eine Zahl, die größer als 0 ist. Wenn das Ergebnis größer als 0 ist, das hatte ich auch eingangs schon gesagt, dann wissen wir jetzt schon mal, okay, bei der x-Koordinate 3 haben wir einen Tiefpunkt. Also aktueller Stand, Tiefpunkt mit der x-Koordinate 3. So, jetzt haben wir also quasi am Anfang die x-Werte ausgerechnet. Jetzt haben wir bestimmt, okay, was liegt denn wo vor? Und was uns jetzt noch für vollständige Punkte fehlt, sind natürlich die y-Koordinaten. Wenn du übrigens nur die Aufgabe hast, die Stellen auszurechnen, Hochstellen, Tiefstellen, Sattelstellen, dann wärst du jetzt hier fertig, denn bei den Stellen geht es tatsächlich nur um die x-Koordinaten. Wir wollen aber die vollständigen Punkte, also brauchen wir y. Und y-Koordinaten berechnest du ja immer gleich. Du schnappst dir im Endeffekt die x-Koordinaten und setzt sie in die Ausgangsfunktion ein. Also erst einmal die 0. Wir bilden also einmal f von 0. Dann sind wir bei 0 hoch 4. Minus 4 mal 0 hoch 3. Rechne das Ganze aus. 0 hoch 4 ist 0. 0 hoch 3 ist 0. Minus 4 mal 0 ist ja, 0 oder minus 0. Ergebnis ist 0. Das war ja quasi diese y-Koordinate, nämlich die des Sattelpunktes. Selbe Spiel einmal mit der 3. In die Ausgangsfunktion. Also 3 hoch 4. Minus 4 mal 3 hoch 3. Einmal ausrechnen. 3 hoch 4 steht für 3 mal 3 mal 3 mal 3. Das ist 81. 3 hoch 3 ist 27. Also hier bei minus 4 mal 27. 81 noch übernehmen. Minus 4 mal 27. Hier würde ich rechnen. Minus 4 mal 20, das ist minus 80. Minus 4 mal 7 ist minus 28. Minus 80 minus 28 ist minus 108. So, jetzt können wir natürlich hier noch die Subtraktion ausrechnen. Da sind wir auf jeden Fall negativ und wenn dir sowas mit dem händischen Teil vorkommen sollte, dann würde ich immer erst das Vorzeichen bestimmen. Ich weiß, okay, wenn ich von der 81 etwas über 100 abziehe, wird es negativ sein. Und dann darfst du sogar diese Zahlen in deinem Kopf tauschen. In meinem Kopf rechne ich also 108 minus 81 und bin dann bei 27. Und das ist dann die y-Koordinate des Tiefpunktes. Können wir einfach eintragen. Und ja, das ist im Endeffekt das Ergebnis, welches wir jetzt hier durch Rechnung ermittelt haben. Ich hoffe, dass hier jetzt ein bisschen klarer ist, wann man durch Rechnung irgendwie drauf kommen könnte, dass ein Sattelpunkt vorhanden ist. Gib mir gerne mal Feedback, wie du dieses Video fandest und ich würde mich mega freuen, wenn du es teilen würdest. Schreib mir gerne mal deine Videowünsche hier in die Kommentare, damit ich noch weitere Videos irgendwie produzieren kann, die auf jeden Fall zu deinen Unterrichtsinhalten passt. Und ich verlinke dir jetzt hier nochmal ein passendes Video, darüber eine Playlist und an der Seite findest du unsere Skripte. Da kannst du natürlich die ganzen Inhalte zur kompletten Analysis, das heißt zur kompletten Funktionsuntersuchung, aber auch zur Integralrechnung, zu Extremwertaufgaben, Streckbriefaufgaben, Änderungsraten nochmal nachlesen. Das Ganze hochwertig gedruckt mit Übungsaufgaben und Lösungen. Und jetzt sollte mein Logo eingeblendet werden. Da würde ich mich natürlich mega freuen, wenn du diesen Kanal abonnieren würdest, falls du es nicht schon getan hast. Und jetzt wünsche ich dir wie immer viel Erfolg beim Lernen.